Hallo ihr Lieben, ich grüße euch recht herzlich zu euren Single-Orakel. Ja, yeah, dieses Mal wieder schauen wir in die Vergangenheit, in die Gegenwart und in die Zukunft. Das ist hier der Stapel. Ja, also so geht's runter. Das ist die Vergangenheit. Also was ist oder was hat euch gehindert zusammenzukommen? Dann haben wir die Gegenwart, was kommt auf dich zu, wenn er, sie, du, was das aufgelöst hat. Also sprich, wenn das, was er in der Vergangenheit, was es gehindert hat und er es aufgelöst hat, du und dein Gegenüber, dann kommt es zu dem hier in der Gegenwart. Und was kommt dann in der Zukunft auf euch zu? Na, kommt ihr zusammen oder geht es nur um ein Zusammentreffen, um etwas aufzuarbeiten, aufzulösen? Ich weiß es nicht, was in diesen beiden Kartendecks drinnen ist. Ich glaube, da haben sich zwei Karten gezeigt, aber mittlerweile weiß ich es ja auch nicht mehr, weil ich habe die gestern am Abend gelegt und heute deute ich es euch für euch aus. Ne? Also ich lege sie dann und dann bleibt das mal so liegen und dann erst am nächsten Tag, dann fange ich an zu legen. Ne? So, jetzt würde ich sagen, dann schauen wir hinein. Ich hoffe, du hast dich schon für einen Kartenstapel entschieden. Wie gesagt, diese Linie ist eine Kartenstapel und das ist einer. Okay? Gut, dann würde ich sagen, wir legen diese Seite mal weg und kommen zu dieser Seite. So. Dann schauen wir mal hinein, was kommt auf dich zu in der Vergangenheit. Was kommt oder was war in der Vergangenheit? Hoppala. Was war in der Vergangenheit bei diesem Stapel so los, damit dieser Mensch noch nicht in die Puschen gekommen ist? Oder du selbst, ja, das kann es natürlich auch sein. Ich lege das Herzchen hier rauf, dann seht ihr das auch ganz gut. Genau. Also was hat das gehindert? Ja. Ui, da war jemand. Okay. Okay. Da sind auch zwei Szenarien. Ich glaube, in einer bist du und in einem dein Gegenüber. Ich fange mit deinem Gegenüber an. Den Impuls kriege ich gerade so herein. Dein Gegenüber wollte sich nicht binden. Diese Leidenschaft und hier eine Frau, hier ein Mann, hier eine Frau. Der nahm das nicht ganz so, oder sie nahm das nicht ganz so, ja, leicht, angenehm, eine Partnerschaft, eine erfüllende Partnerschaft zu leben. Sagen wir es so, diese Person war Leidenschaft, Sexualität, Flammen der Begierde wichtiger als eine Partnerschaft. Und er schickte viele, viele Frauen in eine Co-Abhängigkeit, ne? Also in die Warteposition. Also der hat sich nicht festbinden wollen oder sie hat sich nicht festbinden wollen. Mein Spatzi ist hier. Mein Schmuser, mein kleiner Schmuser. Das heißt, er oder sie wollte sich absolut nicht binden und hat sehr, sehr gut mit mehreren Frauen oder mehreren Männern spielen können und hat es auch getan. Das bekomme ich auch so rein. Denn hier sind auch die Flammen der Begierde gefallen. Also hier ist keine Partnerschaft. Also er wollte in der Vergangenheit keine Partnerschaft und deshalb ist er von dir noch ferngehalten worden. Gott sei Dank, ne? Also ich denke mal, so eine Partnerschaft möchte man ja auch nicht, ne? Logischerweise nicht. Und etwas ist passiert in ihm oder in ihr. Ich komme gleich noch zu anderen Szenarien, aber ich fange mal so an mit deinem Gegenüber. Der Auslöser war eine Frau. Dein Gegenüber war richtig verschossen in diese Frau, also richtig verliebt. Und diese Frau hat ihm immer einen Korb gegeben.
Ja, also entweder warst das eh du und hast ihnen schon diesen Korb gegeben, immer und immer wieder, das kann natürlich auch sein, oder eine andere Frau hat in ihn das ausgelöst, hey, wenn du eine Partnerschaft möchtest, aber nicht so. Ja, diese Person war sich zu wertvoll, sich in diese Warteposition hineinzubegeben. Und somit fing dieser Mensch an, dein Gegenüber an, zu reflektieren, ja, so kann es eigentlich nicht weitergehen. Er möchte definitiv in eine Partnerschaft übergehen. Dann hat dieser Mensch auch in seiner Kindheit eine unerwiderte Liebe, also sprich, seine Eltern hatten ihn oder ihr nicht gelie oder ihn nicht geliebt, auch nicht so wertgeschätzt, bekomme ich herein. Und deshalb hat er so einen Bezug auf Frauen. Ich glaube, das ist ein Mann, der eben auf Frauen diese Leidenschaft ausübt oder ausgeübt hat und sie in diese Warteposition gegeben hat. Und er hat es reflektiert, um ehrlich zu sein, will er das gar nicht mehr. Ja, also hier, um ehrlich zu sein, dieser Mensch möchte jetzt das Fenster der Liebe öffnen. Jetzt geht er es schlau an oder jetzt geht sie das schlau an und legt die Masken ab. Ne? Also jemand legt seine Masken ab. Ja, wie ihr sehen könnt, ist mein kleiner Hundi mit an Bord gekommen. Ja, das heißt, was ich hier ganz, ganz deutlich wahrnehme und spüre, ist, dass dieser Mensch einfach jetzt reflektiert, so kann es nicht weitergehen, so möchte er nicht weitermachen. Er wünscht sich eine Partnerschaft auf Augenhöhe, jemand, mit dem er die Zukunft verbringen möchte. Dieses Leben war nicht mehr das Leben, was er leben wollte. Im Grunde genommen wollte er das auch nicht leben, aber er hat erwischt, oder sie erwischte halt auch Frauen, die nicht in ihren Selbstwert oder in seinen Selbstwert drinnen waren. Und auch nicht unbedingt in eine Partnerschaft gehen wollten oder in eine fixe Partnerschaft oder hatten Angst davor, unbewusst oder bewusst, ne? Und jetzt geht es ihm fast zu schnell, ja? Also er wird sehr, sehr schnell anfangen umzudenken. Wir haben hier die Eule bekommen. Und die Eule steht für Weisheit, Klugheit, auch für das Öffnen einer Sicht oder die Dinge auf andere Sicht erkennen, reflektieren. Aber das war halt keiner, der in der Vergangenheit etwas anbrennen hat lassen, so wortwörtlich. Und jetzt gibt sich dieser Mensch aber wirklich Mühe, mein Schatz. Also jetzt kannst du davon ausgehen, dieser Mensch möchte tatsächlich jemanden neu lieben. Ja, also wenn es um diese Frau handelt, die ihm immer wieder den Korb gegeben hat, das hat er verstanden. Diese Frau ist mittlerweile auch mit einem Menschen zusammen, bekomme ich herein, und würde auch mit ihm nie in eine Partnerschaft gehen. Also die ist viel zu stark. Und würde das nicht tun, weil diese Frau kennt diesen Menschen von Anfang an, wie er war. Du lernst ihn ja neu kennen, ne? Also lässt dich ja auf etwas Neues ein und das ist eben dein Gegenüber. Und drum schau mal, wie dein Gegenüber in der Vergangenheit so war. Und dieser Mensch wird so schnell lernen, denn schaut mal hier, ne? Es geht ihm fast zu schnell. Ein Tag, eine Woche. Und ich glaube jetzt nicht ein Tag, eine Woche, sondern ihm geht es generell sehr, sehr schnell, dass sein Herzele bum bum macht. Na? Und das ist, wenn er sich mal in jemanden verliebt hat und einen Tipp bekommst du von mir jetzt. Wenn dieser Mensch, sei nicht gleich zu euphorisch und gib ihm wieder alles, ja, oder gib ihm alles, sondern bleib mal cool down, na, komm mal runter, sei locker, sieh das auch entspannt, na, und lass ihn kommen, ne? Der muss das noch lernen. Das ist das, was ich euch als Tipp mitgebe. Wenn ihr in diesem Kartendeck drinnen seid, dann lasst ihn kommen, okay? Denn dieser Mensch macht sich auf den Weg tatsächlich jetzt zu dir und ist auch optimistisch, dass er
in Zukunft in eine Beziehung gehen kann. Ja, also er ist es wert, in eine Beziehung zu kommen. Ja, time to go. Also dieser Mensch macht sich sozusagen auf den Weg zu dir. Und das ist gut so. Ne? Also jemand ist sehr, sehr optimistisch, was dich angeht. Seht ihr das noch? Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, Moment, ihr könnt das jetzt nicht mehr, glaube ich, ganz sehen, oder doch? Ja, ihr könnt es noch sehen. Gut. Sehr gut. Also dem geht es fast zu schnell und wird sich schnell weiterentwickeln, ne? So. Jetzt kommen wir in die Gegenwart, meine Lieben. Jetzt schauen wir die Gegenwart an. Was kommt in der Gegenwart auf dich zu? Also jetzt oder unmittelbar um diese Zeit, also in die Gegenwart. Also wenn dieser Mensch das gelernt hat, ja, was passiert in der Gegenwart? So, jetzt bin ich aber drauf gekommen, dass ich nur euren Gegenüber erwähnt habe, nicht euch, ne? Ich glaube, dass ihr auch in einer Co-Abhängigkeit wart, wo ihr Menschen gutgläubig vertraut habt, wo nur diese Sexualität wichtig war, wo ihr eine unerwiderte Liebe erhalten habt. Also immer wieder seid ihr auf Männer oder Frauen zugegangen und immer sozusagen war es nicht ein Reinfall, aber war es ein Lernprozess, sagen wir mal so. Und dann hast du reflektiert, um ehrlich zu sein, hast auch du dann reflektiert sozusagen und hast gesagt, nee, so kann es nicht weitergehen, so möchtest du nicht weitermachen und jetzt gibst du dir Mühe und schaust du dir das Ganze an und du bist optimistisch geblieben und du bleibst optimistisch. Und jetzt schau mal, auf welchen Weg begibst du dich hin in die Gegenwart, okay? So, dann haben wir jetzt alle, bevor ich es vergesse, dann schauen wir mal hinein, was haben wir hier da in der Gegenwart? So, in der Gegenwart wird schön, uiuiui. Ja, das passt gut. Das passt gut zu dem Ganzen hier dazu, wenn ich das so mir anschaue. Was ich schon mal euch sagen kann, hier wird jemand mutig. Entweder du, dass du sagst, ja, du möchtest in eine Partnerschaft gehen und du wirst ganz mutig und traust dich ganz neu in eine neue Richtung gehen. Denn wir haben hier zum einen, haben wir mal trau dich. Also entweder traust du dich, mit diesem Menschen in eine Partnerschaft gehen oder dieser Mensch traut sich endlich, sich das Herz öffnen, um diese Liebe mit dir sozusagen erleben zu können. Ja, denn wir haben hier schon die Herzöffnung, ne? Also diese Herzöffnung, die da hier auf dich zukommt, ist natürlich mega, mega schön. Und diese Herzöffnung macht was mit euch, ne? Also ich finde das so, so spannend. Wow, ich finde es sehr, 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 sehr sexy, sehr leidenschaftlich. Hier traut sich jemand tatsächlich sein Herz wirklich weit aufzumachen. Wie das Fenster hier. Hier macht wirklich jemand das Fenster weit auf, ne? Denn dieser Mensch, den ist es bewusst, dir oder deinem Gegenüber, es muss eine Veränderung her. Und ich höre das von euch sehr, sehr oft von meinen Klienten, Schatzis. Ich möchte mich verändern. Ich will das jetzt. Na? Also das ist so interessant. Also es ist wirklich eine Zeit der Veränderung, der Transformation. Und hier steht auch, es ist Zeit für eine Veränderung. Und hier steht auch, warte nicht länger und schiebe keine Entscheidung vor dir her. Und das machst du jetzt nicht. Wir haben die Karte in der Gegenwart und nicht in der Vergangenheit, meine Lieben. Na? Ja, und jetzt ist es so, oder es geht so, dass dieser Mensch jetzt in seinen Mut hineinkommt. Entweder du oder dein Gegenüber wird mutiger. Jemand traut sich etwas zu. Jemand traut sich sozusagen den Absprung hier. Ne? Jemand schaukelt nicht mehr. Jemand verspricht nicht nur. Jemand sagt nicht nur, sondern jemand geht in die Action. Also jemand wird
mutig. Und jemand springt sozusagen runter und hat den Mut, ja, dir bringt jemand den Mut mit. Und habe den Mut, frei zu sein. Und wisse, Freiheit fängt dort an, wo das Wollen aufhört. Na? Also dieses Wollen, die Veränderung wollen, das ist zu wenig. Hier trau dich, dein Herz zu öffnen. Und wenn du hier Unterstützung benötigst, um dein Herz zu öffnen und oder Verletzungen zu heilen, dann wäre es jetzt an der Zeit, dies zu tun, denn die Herzöffnung ist in der Gegenwart gefallen. Und dein Gegenüber macht das Gleiche. Dein Gegenüber geht jetzt auch in diese Herzöffnung hinein. Also jemand öffnet sich für die Liebe. Und eines muss ich euch auch noch dazu sagen. Dieser Mensch kennt die Frauen oder Männer enorm gut. Also diesem Menschen machst du gar nichts vor. Wenn du mit diesem Menschen zusammenkommst, kennt er dich von Anfang an. So, dann haben wir hier nochmal, sei mutig. Also hier kriegst du noch einmal die Aufforderung, trau dich, sei mutig und erwecke den Krieger, die Kriegerin des Lichtes in dir. Ja, geh es einfach jetzt an. Ne? Trau dich es anzugehen, mein Schatz. Drei wunderschöne Hinweise in deiner Gegenwart. Dann hast du dein tiefstes Begehren, bindet dich. Lass es los und kläre dadurch deinen Geist. Ja, also hier, lass es los. Ne? Und du wirst auch merken, und dieser Mensch lässt es auch los. Dieser Mensch lässt jetzt die sozusagen Affären oder mehrgleisigen Fahren los. Ne? Jemand möchte nicht jemanden in die Co-Abhängigkeit schicken. Denn dieser Mensch, diese Frau hat ihn in eine Co-Abhängigkeit geschickt. Zum ersten Mal hat er in der Vergangenheit gespürt, wie es ist, wenn er wartet und wartet und wartet und es passiert eigentlich nichts. Ne? Dieser Mensch möchte nicht. Und dann hat er angefangen umzudenken. Also diese Frau, entweder warst du es oder ich spüre eine andere Frau. Ne? Also deine Nicht-Ex-Frau, weil die waren auch nicht zusammen. Das war nur, er wollte sie haben und mittlerweile möchte er sie auch nicht mehr haben. Ne? Also hier hat er abgeschlossen mit dieser Frau. Er musste das nur lernen, ja, wie es einmal ist, in der anderen Partei zu sitzen. Und dann könnt ihr gemeinsam in der Gegenwart in diese Liebe, in diese Verbindung hineinstarten. Und wo werdet ihr euch begegnen? Es ist eine Weggabelung kommen. Also hier kommt es zu einer Weggabelung, zu einer Wegkreuzung. Da werdet ihr euch begegnen. Das heißt, ihr seid schon in Richtung Öffnen des Herzens und in Richtung Fahrt. Also ihr habt Fahrt aufgenommen. Beide habt ihr time to go. Also du lässt dir sowas nicht mehr gefallen und er möchte sowas nicht mehr. Ne? Ja, und das ist euer glücklicher Zufall. Und dieser glückliche Zufall ist genau das, was jetzt für euch wichtig ist. Denn dieser glückliche Zufall bringt euch jetzt zusammen. So, dann könnte es sein, dass du Löwe bist oder Löwe in deiner Chart hast. Oder dein Gegenüber hat Löwe in seiner Chart. Und das würde auch wieder zu den Flammen der Begierde sehr gut passen, denn das Löwe ist ein Feuerzeichen. Na? Dann haben wir romantische Liebe und geistige Verbundenheit. Ich glaube auch, dass ihr euch jetzt immer mehr geistig verbunden fühlt, weil dieser Mensch auch sein Herz öffnen möchte. Weil dieser Mensch jetzt auch bereit ist, mehr zu wollen, mehr zu geben. Bereit ist, jetzt sozusagen Verantwortung zu übernehmen für eine Partnerschaft. Verantwortung für sich zu übernehmen. Also jemand ist bereit, in diese romantische, geistige Verbundenheit hineinzugehen und sich auch zu verbinden. Ja, und das ist romantische Liebe. Es kann auch sein, dass ihr euch beim Tanzen begegnet, also wenn ihr fortgeht, das kann sein. Dass ihr ein Lied habt,
das sehr leidenschaftlich auch ist, wo ihr euch vielleicht zum ersten Mal tief in die Augen blickt und ihr lacht und ihr spürt etwas, ja? Also das kann ich mir gut vorstellen, dass hier auch beim während den Tanzen etwas passiert. Also die zwei schauen sich auch sehr tief in die Augen, wie wenn sie sich schon ewig kennen würden, ne? Und genau das passiert jetzt sozusagen in der Gegenwart. Bei dir ist es das Gleiche, du traust dich endlich den Schritt zu gehen, in die Herzöffnung zu kommen und du wirst auch mutiger. Du traust dich auch mal Nein zu sagen, du traust dich auch mal zu sagen, ja stopp, hey, jetzt nicht, ich möchte das jetzt nicht mehr. Ne? Ich schiebe das jetzt noch ein bisschen nach oben, damit wir noch die Zukunft sehen können, was sich in der Zukunft hier bei euch abspielen wird. Dann schauen wir mal, was kommt auf euch zu in der Zukunft. Wow, ja, das wundert mich nicht. Wieder romantische Gefühle, das ist jetzt auch spannend. Ja, also hier kommt jemand tatsächlich sehr wohlwollend auf dich zu. Ja, romantische Liebe aus zwei unterschiedlichen Kartendecks, das Gleiche. Also das wundert mich nicht, denn dieser Mensch kennt die Frauen. Er weiß, was die Frauen hören wollen. Er weiß, was er, ja, wie es den Frauen gerade geht oder wie es den Männern geht. Also hier ist jemand sehr romantisch, sehr gefühlvoll, kann sehr gut reden, kann sehr gut auch über Gefühle sprechen. Und dieser Mensch, den wirst du erkennen, und ich habe das Gefühl, dieser Mensch wird braune Haare haben, aber so rotbraun, aber sehr feine Haare, also keine dicken Haare, aber so rotbraunes Haar nehme ich wahr bei ihm. Du wirst auch merken, wie er dich anberührt, wie er dich sanft berührt. Und seine Lippen sind unendlich weich. Also sehr weiche Lippen spüre ich bei diesen Menschen. Sehr weich, sehr sinnlich, auch geformt. Die Lippenform ist sehr sinnlich. Also sehr schönes Herz auch geformt. Also wirklich schöne, weiche, angenehme Lippen, also die sind nicht rau, die sind sehr gepflegt. Insgesamt ist dieser Mensch auch sehr gepflegt, ja. Also wir sehen nicht, was er beruflich macht hier, zumindest nicht in diesem Kartenstapel, sondern wirklich, dass dieser Mensch früher gar keine Beziehung möchte oder wollte. Das hat etwas mit der Kindheit auch zu tun, bis auf eines Tages diese Frau auftauchte in seinem Leben und dann alles umgekrempelt hat und dann hat er sein Leben in die Hand genommen und möchte jetzt in der Gegenwart sein Herz öffnen und zwar für dich. Sehr schöne Karten. Also, wow, das ist echt spannend jetzt. Wir haben hier romantische Liebe, wir haben hier romantische Gefühle und hier haben wir zweimal die wahre Liebe. Das ist mir auch jetzt gerade erst aufgefallen. Wow! Zweimal die wahre Liebe. Also, Halleluja! Und wieder der Kuss, ne? Wieder dieser Kuss. Und das ist eben ein sinnlicher Kuss. Den kannst du mit keinen anderen Menschen vergleichen. Du hast das Gefühl, wie wenn du bicken bleiben würdest auf diesen Lippen. Ja, also das, du, Gesundheit war es. Also wie wenn du bicken bleibst auf den Lippen. Ja, wie wenn du deine Lippen nicht von ihm nehmen möchtest. Ja, wie wenn du ständig seine Lippen auf deine Lippen spüren möchtest. So. Dann haben wir hier, lausche dem ewigen Lied deiner Seele, spüre sie und lerne ihr zu vertrauen. Hier könnte es sein in der Zukunft, dass dieser Mensch, wenn ihr euch begegnet seid, dass dieser Mensch dir das alles erzählt, was in der Vergangenheit war. Und speichere dir dieses Video bitte in deine Playlist ein, denn ich habe hier das Gefühl, dieses Video
Wenn du das anschaust, wenn du deinen Schatzi begegnest, dann habe ich ein Gefühl, dass das, was ich dir jetzt hier gesagt habe, dass er das genau so dir wiedergibt. Ne? Also hier, lausche gut hin. So. Wow, mit denen fangst du auch tatsächlich komplett neu an. Es wird auch sehr leicht gehen. Also er hätte sich auch niemals gedacht, dass es so leicht geht in einer Partnerschaft, dass dieses Geben und Nehmen im Einklang ist, dass es so leicht ist, so spielerisch und so authentisch auch. Ne? Also so wie wenn, ja, ihr habt das Gefühl gehabt, eine Beziehung ist anstrengend. Aber es ist halt, weil er das von seiner Kindheit mitbekommen hat. Er hat geglaubt, so eine Liebe, wie seine Eltern geführt haben, die will er nicht, die mag er nicht, die möchte er auch nicht. Ne? Und das ist genau das, wo er eben sagt, nee, so eine Liebe will er nicht. Dann hat er vielleicht nochmal geheiratet und hat so eine Beziehung auch geführt, wie seine Eltern, und dann war es sowieso aus. Dann hat er gesagt, so und jetzt nicht mehr. Ne? Und dann musste er heranreifen, wachsen und gedeihen sozusagen und lernen, dass es nicht immer so ist. Und bei dir versteht er, dass das absolut eine loyale Liebe ist. Ja, eine Liebe auf Augenhöhe, wo ihr ganz viel lernen musstet. Ja, und ihr lernt auch noch jetzt voneinander. Aber König und Königin. Also das heißt, von der Sicht eines Königs, einer Sicht einer Königin. Und du fangst tatsächlich mit ihm ein neues Leben an, New Life. Also das ist wirklich dieser Mensch, mit dem du alt werden möchtest. Und du weißt, insgeheim lauscht auf deiner Seele und weißt, dieser Mensch ist für dich bestimmt, mein Schatz. Dann haben wir hier die 5, du entscheidest selber. Ja, du entscheidest, darum glaube ich fast, dass er dir die Vergangenheit erzählt, dass er dir so vertraut, dass er dir das alles erzählt, wie es in der Vergangenheit wirklich war. Na, und dann entscheidest du, willst du mit ihm noch in einer Partnerschaft? Wagst du diesen Sprung mit ihm in eine Partnerschaft zu gehen? Oder machst du dieses Mal einen Rückzieher? Na? Sehr schön. Dann haben wir hier noch den Herrn, den Blumenstrauß und den Ring. Dieser Mensch wird sich enorm bemühen um dich. Also hier ist wirklich jemand sehr gewillt, dich auch zu verstehen, dir Geschenke zu machen, auch einen Antrag zu machen. Eventuell auch, dass du dich verlobst mit diesem Menschen. Ich nehme hier auch ganz stark wahr, dass er sich immer etwas Neues einfallen lässt, wenn er dich abholt mit dem Auto und ihr fahrt wohin. Also hier ist wirklich so, ihr seid aber lange Zeit, hast du deine Wohnung und er seine Wohnung. Also ihr seid, glaube ich, schon verlobt, hast du noch immer deine Wohnung. Also du gibst dein Reich noch nicht so schnell auf, so wie er sein Reich nicht aufgibt. Und da steht bei euch noch Vertrauen. Und das ist das, wo ich gesagt habe, ihr werdet lernen, aber dieses Mal von Königin zu König. Ne? Also nicht so du mir, so ich dir, ja, sondern wirklich aus der Sicht eines Königs, einer Königin. Und da wagst du so schnell, also den Sprung zusammenzuziehen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ihr das beide gar nicht wollt. Aber beide nicht wollt. Also nicht nur du nicht, sondern und nicht nur er, sondern ihr beide wollt das nicht. Ja, also hier habe ich ein Gefühl, dass ihr beide das nicht wollt. Ja, und nicht möchtet. Naja, ich bin gespannt. Wir tun mal die Karten weg und dann schauen wir mal in den zweiten Stapel hinein, was sich da so in der Vergangenheit, ja, Gegenwart und Zukunft tun wird. Also schon sehr interessant, ne? Also das ist oft sehr interessant, warum man sich genau gegen eine Beziehung entscheidet, ne? Das ist sehr, sehr oft der Fall, weil man eben das Gefühl hat, naja, die Eltern haben so gelebt, und dann oft ist es wirklich dann so, dass sie auch die Kinder das genauso weiterleben, ne? Aber gut, das ist halt so, ne?
Die Menschen dürfen lernen. Alle dürfen lernen. Bis wir es gelernt haben und es mit Leichtigkeit alles nehmen können. Ne? So, ihr könnt ja eh wieder vorspulen. Die meisten machen es eh nicht. Die sind schön brav dabei bei mir. Und schauen, wie ich meine Karten zusammenlege und den Stapel suche, wo die auch sind. Moment. Ah ja, die sind auch oben. Dann lege ich sie hierher. So. Die kommen hierher. So. Und die kommen hierher. Und dann bin ich schon gespannt auf den Stapel 2, wie es da so weitergeht in der Liebe. Und dann kommen wir zum Stapel Nummer 2. Auch hier zuerst in die Vergangenheit. Ja, du hast diesen Stapel mit dem Herzchen gewählt. Und jetzt kommen wir zu der Vergangenheit und dann in die Gegenwart und in die Zukunft. Was hast du da hier oder dein Gegenüber? Ich fange jetzt immer bei deinem Gegenüber an, beim ersten Stapel ebenfalls. Okay. Da muss ich mich ein bisschen hinspüren, okay. Was ich jetzt schon mal ganz schnell hereinbekommen habe, ist, dieser Mensch hat sich sehr auf seine Karriere fokussiert, hat sich keine Zeit für die Liebe genommen. Das hat auch etwas mit der Kindheit zu tun, mit den Eltern. Also jemand, der auch sehr strenge Eltern hatte, von denen er sich einmal befreien musste in der Vergangenheit. Und es geht auch noch ein Stück weit, den Ex-Partner loszulassen. Und ich nehme ja nicht nur den Ex-Partner wahr, sondern dieser Mensch hat sich Zeit gelassen, um die Vergangenheit aufzuräumen. Also dieser Mensch ist dabei, die Vergangenheit komplett zu cutten, aufzuräumen und es in der Vergangenheit zu lassen. Also dieser Mensch kocht das nicht nochmal auf. Also dieser Mensch schaut sich an, reflektiert und dann adieu. Der befreit sich sehr, sehr gut. Ist ein sehr schlauer Mensch, ein sehr wissbegieriger Mensch. Jemand, der sich gerne Zeit nimmt, ein Genießer, jemand genießt hier gerne. Jemand kann auch die Liebe sehr gut zum Ausdruck bringen. Ich zeige euch dann die Karten gleich. Ich sage jetzt nur mal gechannelt, was hereinkommt. Dieser Mensch musste auch noch vergeben, Menschen vergeben. Ist auch an Frauen oder Männer immer gekommen, die auch nicht unbedingt in eine Partnerschaft gehen wollten. Ne? Nicht unbedingt, aber schon so, dass er Frauen oder Männer kennengelernt hat oder sie kennengelernt hat, wo es wirklich darum geht, nicht wirklich in eine tiefe Partnerschaft einzutauchen, weil eben der Erfolg, das Materielle, die Fülle enorm wichtig ist für diesen Menschen. Also der tut alles, um genau dorthin zu kommen. Aber dieser Mensch nimmt sich Zeit. Wenn er jemanden kennenlernt, das muss man diese Person sehr hoch anrechnen. Wenn er jemanden kennenlernt, dann nimmt sich dieser Mensch die Zeit. Egal, da kann das ganze Büro mit Bürokram voll sein und Buchhaltung etc., so wie es jetzt bei uns allen Selbstständigen ist, wenn es am Ende des Jahres dazu kommt, mal eine Vorbilanz zu machen und Rechnungen zu sortieren und einzuordnen und dann das der Buchhalterin alles übergibt. Das ist natürlich viel Arbeit, gerade am Ende, weil die meisten, und ich gehöre auch dazu, dass ich oft wirklich hinterherhänge. Also ich mache das wirklich, meine Buchhaltung mache ich wirklich oft am Wochenende, weil es sonst keine Zeit ist, ne? Aber das gehört dazu, ne? Aber dieser Mensch nimmt sich dann die Zeit. Also der ist nur momentan in der Gegenwart noch so Karriere, aber schon dabei, es loszulassen. Denn etwas geht zu Ende. Ja, also die 9. Also hier geht etwas zu Ende und setzt sich die Krone aber auf. Ja,
Und da geht es entweder mit dem Ex-Partner zu Ende, dass die Scheidung dann durch ist, oder er geht jetzt von dem nur Business, nur Arbeiten, nur Geld verdienen weg, befreit sich und teilt es so ein bisschen auf. Ne? Eine Seite ist Liebe, Partnerschaft, und die andere Seite ist Beruf und Berufung, und dann fließt das Ganze ineinander. So habe ich das Gefühl. Ne? Und jetzt zeige ich euch die Karten. So, wo fange ich denn an? Ja, dieser Mensch lässt seinen Ex-Partner mal definitiv los oder ist dabei loszulassen oder wird ihn loslassen. Ja, weil wir sind in der Vergangenheit, und das ist halt, ich glaube, dieser Ex-Partner spielt halt noch ein bisschen eine Rolle, das könnte schon sein. Vielleicht trauert er noch etwas hinterher, aber er verbrennt das Ganze schon. Denn wenn wir schauen können, lodern hier schon die Flammen, oder hier kommen schon Flammen hoch. Ne? Das heißt, er ist oder sie ist schon dabei, es komplett zu lösen. Denn wir haben auch die Befreiungskarte, ne? Befreie dich, ja, und dieser Mensch befreit sich. Also dieser Mensch springt jetzt raus, springt über seinen Schatten drüber sozusagen und nimmt sein Leben, seine Liebe, seine Freizeit jetzt mehr wertzuschätzen. Ja, also Freizeit war diesem Menschen auch relativ fremd. Also dieser Mensch hat wirklich viel gearbeitet. Also wenn er dir erzählt, dass er viel Arbeit hat oder viel gearbeitet hat, ja, definitiv. Also wenn dieser Mensch nicht gleich abrupt abheben kann oder nicht gleich zurückschreiben kann, er wird es allerdings tun. Er wird sich die Zeit freischaufeln. Also dieser Mensch möchte die Zeit definitiv nutzen, um dich kennenzulernen. Du bist ihm so wichtig, ja, dass er sagt, er macht das nachher. Ne? Also dieser Mensch macht das. Wenn er dich kennenlernt, dann nimmt er sich die Zeit für dich. Aber in der Vergangenheit war es halt wirklich so, dass er auch zu Menschen gekommen ist, die halt ihn nicht wirklich, ja, wollten oder nicht in eine Partnerschaft gehen wollten oder nur sein Geld wollten und nur fein essen gehen wollten und eigentlich in die Tiefe nicht gegangen sind. Und dieser Mensch, das sage ich euch gleich, ist sehr tiefgründig. Also dieser Mensch möchte tiefer tauchen mit dir, nicht an der Oberfläche schwimmen, sondern tiefer, ne? Die Leidenschaft tiefer, die Gespräche, tiefe, intensive Gespräche führen und keine oberflächlichen Gespräche. Dann könnte es sein, das passt nämlich auch zu diesem dazu, realisiere den Erfolg, das tut er definitiv, sein Erfolg war ihm wichtig, jetzt hat er alles, jetzt hat er seinen Status, jetzt hat er seine Firma aufgebaut, seine Praxis, und es läuft wie im Schnürchen. Das heißt, jetzt ist er im Erfolg und deshalb kann er sich jetzt auch auf die Liebe konzentrieren. So bekomme ich das auch herein. Also jetzt kann er schon ein bisschen mehr loslassen, aber früher war es wirklich so, dass der sich keine Zeit für sich oder für Liebe gegönnt hat. Für sich noch eher, also dass er sich wirklich mal, dass er auch Kosmetik, sehe ich hier, ist ihm auch wichtig oder ihr wichtig. Auch frisch, strahlend, jugendlich auszuschauen, also gepflegt, also jemand ist ein adretter Mann oder eine adrette Frau. Es kann halt sein, dass dieser Mensch auch ein bisschen Geheimnisse, es könnte sein, dass dieser Mensch von Anfang an dir nicht alles sagt. Das spüre ich hier. Das kann sein, dass er etwas zurückhält, aber weil ihm vielleicht früher vorgeworfen wurde, du redest nur von der Arbeit und man kann mit dir sowieso über nichts reden, außer über die Arbeit. Und deshalb hält er sich vielleicht zurück, was seine Arbeit betrifft. Oder er arbeitet bei der Botschaft, das kann auch sein, dass er dir nicht alles deshalb alles erzählen kann, also dass er da nicht alles mitnehmen kann, ja, das kann auch noch sein. Und dass er dir vielleicht verschwiegen vorkommt, ne? Oder du selbst bist es.
Wenn es um dich geht, dann ist es dein Ex-Partner, den du dich jetzt noch nicht 100% getrennt hast oder gelöst hast, ja. Vielleicht physisch schon, aber vielleicht noch nicht energetisch, ne? Dass du frei, komplett frei bist. Auch du hast dich vielleicht mehr deinen Erfolg oder deiner Spiritualität gewidmet, also etwas Zeit gewidmet, was nicht unbedingt Liebe ist. Na? Also Liebe schon, deine Arbeit ist Liebe, aber nicht diese partnerschaftliche Liebe, meine ich jetzt. Also schon alles in Liebe gemacht und getan, aber halt nicht diese partnerschaftliche Liebe. Und wir schauen hier jetzt auf die Singles mit Partnerschaft, ne? Sozusagen. Dann, also bestfalls, dass hier eine Partnerschaft rauskommt, sagen wir mal so, ich weiß es ja auch nicht. Dann die Zeit, ja, wie gesagt, du nimmst dir jetzt die Zeit oder dein Gegenüber nimmt sich die Zeit, ne? So. Ja, etwas geht zu Ende. Das ist genau das, was eben hier geht. Eine Ex-Partnerschaft komplett zu Ende auf der energetischen Seite, also und auch auf der physischen. Ja, also hier wird sich jemand trennen oder hat sich schon jemand getrennt, ne? Also dieser Mensch, wenn du ihn kennenlernst, ist 100% frei. Also dieser Mensch, wenn du ihm begegnest, ist Single. Da traue ich mir schon fast sagen, 100%. Sonst ist es nicht oder du bist nicht in dieser Legung drinnen. Aber dieser Mensch, den du hier kennenlernst, hat keine weitere Person sozusagen, die er liebt oder die noch da ist. Also hier ist ein Single Man or Single Woman. Jemand kümmert sich sehr rührend um dich. Also wenn du mal krank bist oder weiß ich nicht, Fieber hast oder grippig bist, dieser Mensch ist wirklich abrupt da und fragt, was kann er tun? Hier ist jemand wirklich sehr, sehr hilfsbereit, sehr fürsorglich, sehr kümmert sich auch. Es könnte sein, dass er eine kleine Schwester hat oder eine jüngere Schwester. Oder er hat eine Schwester und einen Bruder. Dann ist trotzdem die Schwester jünger. Okay? Ich hoffe, ihr kommt noch mit. Aber das kommt alles so rein und fließt alles so. Also Geschwister sehe ich hier auf alle Fälle. Er müsste auch Streitigkeiten gehabt haben, mal mit seinen Geschwistern beziehungsweise mit seinen Eltern. Denn ich spüre hier, das geht so in Richtung Familie. Das kann schon die Ex-Partnerin auch sein, die er vergibt oder die er aber eher habe ich das Gefühl, also spürt sich das für mich für die Familie an. Also hier spüre ich eher, dass die Familie, dass dir auch in der Familie etwas zum Vergeben ist und zum Lernen ist, als wie vielleicht waren auch hier viele Unterdrückungen, das kann auch sein. Ich habe insgesamt hier auch das Gefühl, dass hier ein sehr strenge Eltern. Ja, also sehr, sehr strenge Eltern nehme ich hier wahr. Dieses Gefühl, was er hat, noch zu lernen, ist diese Lockerheit. Also es könnte wirklich sein, dass seine Eltern sehr streng waren und er wollte genau das Gegenteil. Er wollte nie ein strenger Vater oder eine strenge Mutter sein. Also hier könnte es tatsächlich sein, dass seine Kinder, und es könnte auch sein, dass er zwei Kinder hat, den du auch kennenlernst, oder du hast zwei Kinder oder ein Kind und ein Hund oder wie auch immer, aber jedenfalls zwei. Und da war viel Lockerheit. Also er hat viel durchgehen auch lassen, aber im positiven Sinn. Also keiner, der geschrien hat mit den Kindern, also sehr ruhig war und sich auch Zeit genommen hat. Wobei ich schon sagen muss, wenn dieser Mensch unter Stress ist, dann könnte er sehr launisch sein. Also mit Stress kann diese Person nicht ganz so gut umgehen. Also das ist das, was ich mal wahrnehme. In der Vergangenheit, jetzt kommen wir in die Gegenwart, in die Gegenwart. So. Was kommt in der Gegenwart auf euch zu oder bist du das? So, dann schauen wir mal.
Oh, okay. Wie werdet ihr euch begegnen? Das ist schön. Das sieht man jetzt mal so. Hier könnte es tatsächlich sein, ähnlich wie bei Stapel 1 geht es um Herzöffnung. Hier werden Mauern eingerissen, was deine Vergangenheit betrifft. Also hier bricht die Vergangenheit zusammen. Das heißt, alles, was ihn oder ihr nicht gut getan hat, bricht weg und etwas Neues kommt dazu. Ne? So kannst du dir das vorstellen. Hoppla. Ich habe auch das Gefühl, dass ihr euch geschäftlich kennenlernen werdet. Also entweder brauchst du etwas von ihm, ne? Vielleicht hat er eine Installationsfirma, ich weiß es nicht, und du kommst dorthin und weil du einen Wasserbruch oder ich weiß es nicht, irgendwas hast, ne? Und dann lernst du diesen Typen oder diese Frau dort kennen, die im Büro sitzt oder den Chef oder so. Aber ich habe das Gefühl, hier geht es um ein geschäftliches Zusammenarbeit. Es kann auch sein, dass du Psychologin bist, Trainer bist, Coach bist, energetisch arbeitest und dieser Mensch kommt zu dir. Ne? Das kann auch sein. Und dass ihr auf diese Art und Weise sozusagen zusammengeführt werdet. Also auf einer Geschäftsbasis. Also den lernst du nicht in einer Disco kennen oder in irgendwo, sondern beruflich. Also diesen Menschen lernst du definitiv beruflich kennen. Entweder schreibt er dich an oder du ihn an. Wir haben hier die Message in a Bottle. Also irgendjemand schreibt jemanden an, also der halt was halt von jemandem was haben möchte, also und denkt sich ja oder hat gehört, ja, du bist die Beste oder ja, das, die macht das gut oder der macht das gut, geh mal dorthin und er macht so Boom, ne? Also das, da lernt ihr euch kennen und sozusagen die Herzchen fliegen gleich von Anfang an, ne? Aber ihr spürt, da ist was. Da ist Liebe. Ich will gar nicht sagen, dass es schon Liebe ist. Ich habe das Gefühl, ihr lernt euch kennen. Auf der Geschäftsbasis seid beide sehr geschäftlich. Ne? Also so, ja, so professionell, nehme ich das mal. Geschäftlich, professionell reagiert ihr, so wie ihr bei allen Menschen reagiert. Aber trotzdem ist bei diesen Menschen etwas anders als bei anderen Menschen. Und das spürt ihr beide. So quasi, ich möchte die Dame wieder morgen sehen. Ne? Am liebsten, angenommen, du bist ein Trainer, Coach oder Psychologe, weil bei mir kommen sie in Abständen immer so alle, manche jede Woche, manche alle 14 Tage, alle 3 Wochen und maximal alle 4 Wochen kommen meine Klienten in Abständen. Je nachdem, wo sie was, wie, wann wissen möchten oder an sich arbeiten möchten. Das heißt, hier bekomme ich herein, also falls du neu bist und du weißt noch gar nicht, von was ich rede, was ich mache, was ich tue, ich bin im Familien- und Scheidungsbereich, aber du kannst unten in die Infobox gehen, da findest du meine Homepage zu meinen Tätigkeiten. Ne? Dann weißt du ein bisschen was mehr über mich, wenn ich da so rede, was ich mache. Also ich mache jetzt keine Kartenlegung wöchentlich oder so, ne? Das mache ich nicht. Ich mache auch in der Praxis keine Kartenlegungen, nur Sitzungen. Also hier könnte es tatsächlich sein, dass da sich etwas beginnt anzubahnen. Das heißt, mal angenommen, er macht sich am 2.12. einen Termin bei dir aus, dann kann es kaum erwarten, noch vor die Feiertage zu dir zu kommen. Ja, er weiß oder sie weiß nicht warum, aber man hat das Gefühl, man muss sie nochmal sehen. Na? So, also da, das hat das auch was mit Zeit zu tun, wie wir es hier haben. Ne? Also jemand nimmt sich dann gerne Zeit, wenn er merkt, okay, mit dieser Person kann ich sehr gute Gespräche führen. Ne? Oder unternehmensberaterisch, also ich berate auch Unternehmen. Ne? Das kann das auch alles beinhalten. Ne? Das kannst du auch alles sein und dann kannst du das auch sozusagen im geschäftlichen Sinne
hat er dann das Gefühl, wow, die Frau ist sehr kompetent, die kennt sich aus, die weiß, was sie sagt, die weiß, was sie tut, und das liebt dieser Mensch. Also der mag sehr tiefe Gespräche, sehr weise Gespräche, also sehr irdische Gespräche. Also dieser Mensch liebt es einfach, gute Gespräche zu führen. Und dieser Mensch kommt jetzt in die Bewegung, in die Action, ja? Also hier kommt jemand schon sehr bald zu dir, würde ich mal sagen. Also es dauert nicht mehr allzu lange, wird dieser Mensch zu dir geführt werden. Ist so mein Gefühl. Also hier bei diesem Stapel dauert es wirklich nicht mehr lange. Ja, schau, das ist gut. Es wird bald klappen, ne? Sehr interessant. Das Gefühl habe ich auch. Also bei diesem Stapel, egal ob diese Karte jetzt rauskommen wäre oder nicht, ich habe auch das Gefühl gehabt, hier lernt ihr euch bald in der Gegenwart kennen. Hier ist etwas schneller unterwegs als wie beim ersten Stapel. Und das ist alles von oben geführt. Gesegnet haben wir hier. Na? Also hier stehen die Sterne sehr günstig, euch in den Wintermonaten, also Herbst, Winter, euch kennenzulernen. So, dann bringt ihr alles in den Fluss, in den Flow. Ihr könnt gut reden, ihr habt schöne Gespräche, ihr könnt schön miteinander sprechen. Vielleicht tut ihr euch auch leichter im Geschäftssinn Gespräche zu führen, ja, als in der Liebe. In der Liebe seid ihr beide, habe ich das Gefühl, ein bisschen tollpatschiger. Also, das Universum ist schlau, ich muss schmunzeln, das hat schon recht. Weil wenn ich mich hinspüre bei euch beide, es ist sehr klug, euch im Geschäftssinn kennen, dass ihr euch im Geschäftlichen, im Beruflichen kennenlernt. Ne? Es kann auch sein, dass du die eine Verkäuferin bist beim Billa, Merkur, Spar etc., was es da nicht alles gibt. Und du sitzt an der Kasse oder bist hinten an der Wurst- und Fleischtheke und jemand kommt und bestellt etwas. Und dann gehst du diesen Person oder diesen Menschen nicht mehr aus dem Kopf. Und dann kommt am nächsten Tag gleich wieder und möchte wieder was von dir sozusagen. Ne? Möchte gerne wieder von dir bedient werden oder möchte dich gerne wieder sehen. Also hier ist ein inniger Kontakt. Man hat das Gefühl, ja, da ist was. Und das ist mit dem Fluss gemeint. Ne? Alles ist im Fließen, in Bewegung. Dann haben wir hier, was haben wir denn da? Schönes. Ja, verlasse die gewohnten Kreise. Ja, vielleicht seid ihr beide sehr eingefleischte Wesen. Ihr möchtet sozusagen gerne alles so geregelt haben und dass alles so ist, wie es ist. Und ja, Veränderung mögt ihr beide nicht ganz so gerne. Doch für diesen Menschen geht ihr gerne in die Bewegung und verlässt alte Gewohnheiten. Also Single-Leben, ade. Na, so. Und das ist, kommt überraschend. Eine wunderschöne, wundervolle Überraschung. Etwas ganz Neues wartet auf dich. Ne? Wie ich gesagt habe, ich habe das Gefühl, das Neue ist für euch beide nicht ganz so gut. Also ihr nehmt das Neue nicht ganz so locker, nicht so easy. Ja, Liebe umhüllt euch von allen Seiten, ist das schön. Also hier kommt die Liebe von allen Seiten dahergeflogen, sozusagen. Ihr werdet eben sehr schnell beflügelt sein von diesen Menschen. Also ihr liebt es, wie dieser Mensch redet, wie er sich gibt, wie er sich ausdrückt. Ja, also hier auch die Stimme. Ihr liebt seine Stimme oder ihre Stimme, die ist so voller Kraft, voller Leidenschaft, voller Poesie, Romantik. Da ist so viel Power da und das ist das, was ihr liebt. Und dann geht ihr oder wandelt ihr auf der Brücke des Glücks. Na, das ist schön. Ne? Vielleicht geht ihr auch gemeinsam spazieren, vielleicht liebt ihr jetzt auch spazieren zu gehen und dann geht ihr sozusagen in Richtung Glück hinein. Wow, sehr, sehr schöne Karten, echt, also top, ja, also da kann man sich schon freuen, da ist viel Gewicht da, da ist wirklich viel, ihr greift die Person gerne an, ne, also ihr seid gern so, ja, so, also ich habe auch das Gefühl, ihr berührt euch gerne und jemand ist sehr sanft.
Und jetzt schauen wir in die Zukunft. Was kommt in der Zukunft auf euch zu? Ich bin gespannt. Ich habe gesagt, hier der 2.12. spult nochmal vor. Aber ich glaube, irgendwann ist der 2.12. gefallen. Ne? Zwischen 2.12. und 3.12. könnte es tatsächlich sein, dass ihr diesen Menschen begegnen werdet oder beruflich zusammengeführt werdet. Oder ab diesem Tag ist dir bewusst, dass du in so eine Partnerschaft gehen möchtest oder du schaust dir dieses Orakel am 2.3.12. an. Ich weiß es nicht. Ne? Auch das kann es natürlich bedeuten. So, und jetzt schaue ich mal. Wow, ja, Weisheit, ne? Was ich gesagt habe. Wow. Meine Lieben, ja, das ist eine schicksalshafte Liebe. Was soll ich da sagen? Die Zukunft ist hier wie in einem Märchen. Schaut euch auch das Single-Orakel an, wie in einem Märchen. Ja? Also spult da ein bisschen zurück, vielleicht ist es auch in meiner Playlist. Schaut mal da hinein, weil es auch ein einer für dich sein kann. Vielleicht bist du auch hier in den Stapeln mit dabei. Dann schau es dir einfach an. Also sehr, sehr schöne Karten. Auch der erste Kuss, schaut euch das bitte an, auch das, diese Single-Legung, denn das ist auch eine wunderschöne Legung und hier ist eine Liebe von Schicksal geführt, also hier wird das eingefädelt, wie ich es hier auch schon gesagt habe, ich habe das Gefühl, das Universum fädelt das ganz geschickt ein bei euch beiden. Ja, dieser Mensch, wo ihr beide seid, sehr weise, sehr kluge Menschen, sehr intelligente Menschen, sehr weise Menschen. Und ihr liebt es auch, über solche Themen zu sprechen. Und Spiritualität liegt dieser Person nicht, ist ihm nicht fremd. Also dieser Mensch ist zwar sehr weise und kann sehr gut mit Zahlen auch umgehen, aber er müsste schon mal irgendwo bei einem Medium gewesen sein. Es kann sein, dass es ein Banker ist oder dass er wirklich auch angestellt ist eben in diesen Behörden. Na, oder in Instituten oder bei der Botschaft ist. Jedenfalls ist dieser Mensch definitiv in dem Thema Spiritualität vertraut. Und ihr wagt es gemeinsam in eine neue Partnerschaft der neuen Zeit. Denn wir haben hier eine Partnerschaft der neuen Zeit und dann haben wir Neubeginn. Und ihr taucht in so eine Partnerschaft ein. Also sehr schön. Sehr, sehr schöne Karten hier. Der Endcards, die sind echt cool, die sind echt schön. Das heißt, ihr werdet es wagen, in eine Partnerschaft zu gehen, tatsächlich. Dann haben wir die Gelassenheit, die Ruhe, also dieser Mensch ist ruhig, gelassen, bringt dich auch runter. Also wenn du eine hektische Person bist, ja, oder sehr temperamentvoll bist, dann könnte es tatsächlich sein, dass dieser Mensch dich einfach runterholt. Wenn ihr hört, dann hört ihr meinen Hund, der da spielt, ja, der ist natürlich sehr verwöhnt durch meine Klienten schon mal. Der ist schon als kleines Welpenbaby so verwöhnt worden von meinen Klienten und von uns auch noch. Also der braucht wirklich, also eine Dame hat, glaube ich, geschrieben, dein Hund braucht viel Aufmerksamkeit. Ja, definitiv, das unterstreiche ich gleich 2-3 Mal. Also der bekommt sie auch. Also der bekommt den ganzen Tag, heute hat er nur Leckerlis bekommen und da ist er natürlich voll happy. Aber mittlerweile bleibt er wirklich auf dem Teppich sitzen und wartet, bis meine Klienten, zuerst ich und dann er. Ne? Das haben wir jetzt mittlerweile schon gut heraus. Nein, das hat er eh schon von Anfang an lernen müssen. Aber er ist so ein kleiner, verwöhnter, kleiner Pinky. Und wenn du neu bist und nicht weißt, um was ich rede, in manchen Videos ist mein kleiner Schatzi dabei. Und ich glaube, so ein paar Mal war er im ersten Stapel dabei. Also falls du meinen YouTube-Kanal, falls du neu dazugekommen bist, dann schau dir Stapel 1 an. Dann siehst du meinen kleinen süßen Malteser. Der wird nächstes Jahr im Februar, wird er 8 Jahre alt. Also 8 Jahre haben wir den Spatz schon. Aber so eine Herz und eine Seele. So, und auch diese Herzensverbindung. Also diesen Menschen oder mit diesen Menschen
wirst du, ihr werdet euch gegenseitig sehr gut kennenlernen. Na, ihr sich gegenseitig kennenlernen. Ihr nehmt euch auch die Zeit, um euch kennenzulernen. Also ihr wollt das auch. Also das heißt, ihr wollt auch euch gegenseitig kennenlernen, euch tiefer eintauchen. Ich habe auch das Gefühl, es wird geschäftlich bei euch beginnen, aber aus dem Geschäftlichen wird Liebe daraus. Egal in welche Konstellation auch immer. Ja, es wird eine Liebe und so eine Herzensverbindung und den Seelengefährten. Ja, also hier haben wir den Seelengefährten und eine sehr, sehr innige Liebe. Also auch umarmen, sich liebkosen. Ach so, jetzt kommst du zu mir. Naja, erzähl dir vielleicht für alle, die neu sind. Na komm. Nein, magst du nicht. Gut, okay. War eine Schleife ziehen um mich rundherum. Na dann. Das heißt, ihr lernt euch definitiv kennen. Und dieses Kennenlernen ist so wichtig, dass ihr euch wisst, ihr nehmt euch jetzt die Zeit, um euch genau kennenzulernen. Nicht nur geschäftlich, auch privat. Ja? Und das kommt in der Zukunft auf euch zu, dass ihr euch privat kennenlernt. Ja, und wie gesagt, das ist euer Seelengefährte definitiv. Ja, also das ist eine tiefe Liebe, eine alte Liebe, eine verwurzelte Liebe, eine tiefe Liebe. Na, man sieht, hier seid ihr sehr verwurzelt, verankert und hier kann was blühen. Na? Und ihr seid ineinander sozusagen, ja, ihr seid zwei Wesen zu einem verschmolzen. Und das ist von oben, na? Das ist eine fix ausgemachte Liebe hier. Soulmates. Ja, was soll ich da noch dazu sagen? Nichts mehr am besten, weil hier sagen, reden schon die Karten selber. Da brauche ich gar nicht viel mehr dazu sagen. Und der Endcard ist, ich liebe dich. Sehr schön. Und ich kriege Gänsehaut im ganzen Körper. Es ist so schön. Es ist so schön. Und ich freue mich so sehr, dass du mit an Bord warst. Und vielleicht bist du morgen wieder mit dabei. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und falls du meinen YouTube-Kanal noch nicht abonniert hast, dann würde ich mich sehr, sehr vom Herzen freuen, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst, teilst, likest und kommentierst. Und vielen lieben herzlichen Dank für eure Spenden, die auf mein Bankkonto eingegangen sind. Vielen lieben herzlichen Dank. Ich bedanke mich von ganzem Herzen für eure Unterstützung, für eure Liebe, für euer Dasein, denn ohne euch wird diesen Kanal nicht geben. Also, vielen lieben herzlichen Dank. Alles Liebe, gut, baba, tschüss.